Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal World Control RC. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es darum, eine günstige eBay in Klammern Wish-Beleuchtung, was auch immer, wie du das nennen möchtest, eine günstige Beleuchtung in diese geile Karo hier von dem TRX4 Limited Edition einzubauen. Kurz vorweg möchte ich sagen, wenn du genau wissen möchtest, wie dieses Lichtset eingebaut wird, jedes einzelne Teil, jede einzelne Steckverbindung, dazu habe ich speziell ein Video gemacht. Das werde ich jetzt hier nicht behandeln. Ich werde es hier tatsächlich in aller Kürze belassen. Wir setzen das Lichtset rein, wir gucken, wie dieses Teil hier mit Licht aussieht. Dazu möchte ich dich ganz gerne mitnehmen. Alles andere, wenn es dir wirklich darum geht, wie baue ich das am besten ein, Schritt-für-Schritt-Anleitung ausführlich, gibt es ein Video auf meinem Kanal, kann ich dir zum Schluss gerne hier noch auf dem Bild verlinken. So, wir starten erstmal mit dem Auspacken. Also ich möchte nochmal sagen, versucht immer lokal zu kaufen. Gerade auch bei Elektroniksachen bin ich kein Fan vom Chinamann. Das passt mir einfach nicht. Ich finde es nicht so cool. Ich kaufe es lieber beim Modellbauladen um die Ecke. Allerdings das Original-Lichtset für den Traxxas ist wirklich nicht günstig. Das lag früher, als es rauskam, bei um die 100 Euro. Und wenn man nicht unbedingt die Kohle hat, wenn man gerade jetzt den Wagen gekauft hat für 500, 600 Euro. Und wenn man dann jetzt nicht das Geld hat, nochmal 100 Euro für Lichter reinzuknattern, dann finde ich, dann ist das legitim. Dann kann man sich hier auch mal was aus China bestellen. Die Gefahr besteht natürlich immer, dass das Ganze defekt ankommt oder nicht funktioniert. Umtausch ist da auch äußerst schwierig. Meistens bleibt ihr dann auf den Kosten sitzen. Deshalb, wenn ihr die Chance habt, das lokal zu kaufen, macht das. Ansonsten für dich jetzt hier einmal der Einbau von so einem billigen Wish-Set, wobei ich nebenbei auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht habe. So, du siehst, hier haben wir das einmal. Es ist soweit in einem normalen Tütchen hier verpackt. Packen wir mal eben aus. So, hier einmal die Hecklichter. Y-Kabel und zwei Verlängerungskabel. Die kleine Schaltbox mit dazu. Und hier die Frontlichter. Bevor ich den ganzen Kram hier einbaue, mache ich es immer so, dass ich mir das einmal spiegelverkehrt, nämlich so rum, einmal hier auf den Tisch aufklebe, dann die Steckverbindung soweit alle reinstecke, um dann später ganz problemlos das hier reinzubauen. Ich baue es mal eben schnell auf, zeige dir dann in aller Kürze, wie das Ganze zusammengesteckt aussieht und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt hier soweit alles angeschlossen, habe das Ganze schon im Fahrzeug hier verkabelt, hier vorne in der Box alles angeschlossen. Hier auch nochmal der Hinweis, wenn du wissen möchtest, wie baue ich das am Empfänger ein, welches Kabel muss ich wo reinstecken, dazu habe ich ein separates Video gemacht. Dort wird ganz ausführlich erklärt, wie du das Ganze Schritt für Schritt einbaust, was du da genau zu machen hast. Was ich jedem empfehle, bevor wir das Ganze hier in die Karosserie einbauen, einmal ganz kurz testen, ob alles läuft, dass wenn ich nach links lenke, dass auch hier die beschriftete L-Lampe, die beiden, dass auch da die Blinker angehen, nicht, dass wir da irgendwie was spiegelverkehrt haben etc. Einmal kurz testen, ob alles funktioniert, ob alles passt, weil nichts ist ärgerlicher, wenn man das Lichtset hier komplett einbaut. Dazu muss man nämlich bei der Karosserie die ganzen Kotflügel und die Innenwände etc. entfernen. Nichts ist ärgerlicher, wenn man das alles umsonst gemacht hat und dann in der Karosserie da wieder anfängt, dran rum zu frickeln. So, probieren wir das Ganze einmal aus. Als erstes natürlich die Funke einschalten, als nächstes das Auto. So, jetzt denkst du auch, ja geil, hier ist Disco, hat er alles falsch gemacht. Nee, das ist nur im ersten Moment, sobald wir den Wagen hier anmachen. Wenn ich einmal kurz lenke, stellt sich das alles wieder ein. Wir überprüfen kurz, ich lenke nach links. Links, die Blinker blinken auf der linken Seite. Nach rechts, die beiden Blinker funktionieren. Wenn ich Gas gebe, nicht erschrecken, die Reifen hier, die eiern ein wenig, ein leichter Standplatten. Wir geben mal Gas. In dem Moment, wie
wo ich von dem Gas runtergehe, müssen hier kurz die Bremsleuchten aufleuchten. Das probieren wir einmal aus. Ja, und kurz sind hier die Bremsleuchten angegangen. Wir fahren rückwärts. Da müsste dann hier der Rückfahrscheinwerfer angehen. Genau. Wenn ich hier rückwärts fahren möchte, geht auch direkt der Rückfahrscheinwerfer an. Also alles in bester Ordnung. Die Nebelschlussleuchte ist die ganze Zeit an. Wir haben eine Nebelschlussleuchte und einen Rückfahrscheinwerfer. Das funktioniert. Ich baue das Ganze ein. Das dauert ziemlich lange. Eine Dreiviertelstunde mit Sicherheit. Das musst du dir nicht mit antun. Ich hole dich gleich wieder mit dazu, wenn alles soweit funktioniert und in dem Fahrzeug verbaut ist. Ich habe jetzt hier ganz in Ruhe das Lichtset hier in der orangenen Limited Edition Karo eingebaut, habe mir dabei viel Zeit gelassen, habe zeitgleich hier auch die Schrauben an dem Kotflügel in matt lackiert, sodass diese nicht rosten. Da kannst du gerne mal schauen. Ich wollte dazu ganz gerne noch ein Video bringen. Vielleicht habe ich es schon hochgeladen, vielleicht auch nicht. Wenn ich es bereits hochgeladen habe, dann würde ich das gleich einmal verlinken. Das kannst du dir dann auch nochmal ansehen. Und ansonsten kommt es wenig später. Das Lichtset sieht von innen verbaut so aus. Klar, man kann es irgendwie noch hübscher machen. Ich bin jetzt so erstmal damit zufrieden. Ich möchte damit jetzt so ein bisschen durch die Gegend fahren. Erstmal ganz normal nutzen. Vielleicht kommt hier auch nochmal ein Innenraum rein oder sowas. Mal schauen, aber für den Anfang reicht mir das so völlig aus. Von außen sieht man da nicht so viel von. Ich bin damit auf alle Fälle zufrieden. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch kurz an, wie das angeklemmt aussieht. Das war es auch schon. Mache ich natürlich als erstes hier wieder die Funke an und dann das Auto. So, einmal kurz lenken und du siehst schon, es leuchtet alles ein bisschen. Ja, ich habe für dich zur Info hier die Spaltmaße bei der Beleuchtung hier nochmal mit so einem Kunststoffzeugs abgedichtet, mit so einer Art Silikon, dass da kein Dreck, kein Wasser oder sowas reinlaufen kann, dass wir das Spritzwasser geschützt haben. Klar, wir haben auch hier die Innenräume von den Kotflügeln, das minimiert das Risiko auf alle Fälle auch schon mal, aber zur Sicherheit habe ich hier die Spalten nochmal abgeklebt mit diesem Kunststoff oder auch Plastidip genannt. So, dann stecken wir das mal drauf. Gucken wir mal, wie es aussieht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich die Karo draufsetze. Du wunderst dich jetzt bestimmt, ich habe jetzt hier noch die Schutzfolie drauf. Die wollte ich auch erst noch drauf lassen. Die ziehe ich später ab, weil es soll hier noch was dran gebaut werden und da möchte ich das ganz gerne noch etwas schützen. So, stecken wir es mal drauf. Die Karo draufstecken, das ist für mich immer so eine Sache, die ist für mich immer so ein bisschen nervenaufraubend. So, sieht das Ganze dann jetzt hier von vorne aus. Ich blink mal. Das finde ich ist ziemlich schick geworden, das gefällt mir sehr gut. Und auch für dich hier hinten nochmal. Gas geben, dann siehst du hier nochmal die Bremsleuchten. Rückwärts. Da hast du den Rückwärtsgang. Genau. So, ich gebe dir jetzt noch ein paar bewegte Bilder, wo du dir das mal im Dunkeln anschauen kannst. Da werde ich hier das Licht so ein bisschen verändern. Es hat mich sehr gefreut, dass du mit dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Wenn du kein Video mehr von mir verpassen möchtest, dann abonniere gleich in der Mitte meinen Kanal. Lass auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Natürlich auch gerne einen Daumen nach unten, aber dann sei so fair und schreib eben kurz, was dir nicht gefallen hat. Nur so kann ich meine Videos hier verbessern, sodass sie dir dann später hoffentlich auch gefallen. Wenn du ein Video der Reihe verpasst hast, blende ich dir das gleich nochmal ein. Dort kannst du dir anschauen, was ich vorher hier mit der Karosserie gemacht habe. Mach's gut, dein World Control RC.